Jo Leute, wie geht's euch? Hier ist euer iStarFighters mit Nummer 3 von Call of Duty Black Ops. Das ist ein Team Deathmatch auf der Map Jungle. Und ich habe dir schon ein bisschen raussehen können, wie mein Spiel oder wie dieses Spiel ausgehen wird. Das hier, das Game geht 8 Minuten, also muss ich jetzt 8 Minuten für euch reden. Ne, das soll nichts heißen. Ich mach's gern, wenn es mir Spaß macht und dann sag ich mal, let's go. Ich bin mit der Enfield Doppelmagazin. Ich bin eigentlich immer Doppelmagazin. Und Rauchgranate. Ich wollte normal eigentlich mit Blendgranate, aber ich habe vergessen, das drauf zu tun. Und Splittergranate, Claymore. Als Perks, wie immer, kugelsichere Weste, Flinkheit und Ninja. Und hier campe ich nicht. Für die, wo denken, ich campe, nein, tue ich nicht. Ich tue nur taktisch warten. Nee, ich bin hier, ist jetzt mal anfangs mein Bereich. Die Gegner laufen mir wortwörtlich in meinen Schuss rein. Und naja, so hole ich mir halt meinen Abschluss hier ran. Ach, dazu kann ich gleich sagen, ich habe dabei Spionageflugzeug Blackbird und die Hunde. Mit den Abschlusssicherern werde ich jetzt weiterhin in Zukunft spielen, weil ich einfach jetzt Geld brauche für die Waffen, wo neu kommen, wie zum Beispiel Galil, AUG, AK-47 und so weiter. Auf jeden Fall, oh, auf jeden Fall ist das jetzt hier mein drittes Team Deathmatch und ich werde auf jeden Fall, das verspreche ich euch, noch andere Games raushauen. Das heißt, ich bringe ja auf jeden Fall, ich habe einen Herrschaft, wo ich eigentlich nur noch kommentieren muss. Und dann kann ich solche eigentlich schon in YouTube reinstellen. Aber so leicht werde ich das euch nicht machen. Ich mache das als ein Special, weil ich finde, es ist gut für ein Special. Ich werde auf jeden Fall auch noch Personen zerstören und was weiß ich, Specials machen. Aber ich weiß nicht, was für ein Special ich mache, wie lange es braucht, bis man Special kommt. Und naja, hier Leute, ihr müsst nicht alles bei mir machen, aber hier müsst ihr. Wenn ihr den Kill seht, meldet euch YouTube an. Wenn ihr in YouTube angemeldet seid, klickt einmal auf Mag ich. Einmal liken, weil der Kill, der war richtig lustig. Für den Kill habe ich mich auch gefreut. Habt ihr ja gerade gesehen, weil er einfach lustig war. Und naja, wie ihr schon wisst, wie ich es in meinem letzten Gameplay gesagt habe, sind die Gegner dumm wie Scheiße. Nein, tut mir leid, Scheiße ist schlauer. Ja, okay, ich muss sagen, bei der Situation, da konnte der Gegner nichts machen. Er wusste es nicht, dass ich ihn so blamieren wollte, sag ich mal. Und ja, kann man nichts machen. Hier habt ihr Schnellfeuerer auf der MP5 mein Leben gerettet. Er hatte zwar auch Schnellfeuerer, aber ich hatte das Glück. Und naja, hier habe ich jetzt bis jetzt von Anfang an einen Death gehabt und bis jetzt keinen mehr. Aber da kommen noch, wenn es mich nicht ganz täuscht, 3 bis 4 Stück und Kills kommen noch circa 10. Also naja, arg viel Spannendes kommt jetzt hier weiter nicht mehr. Hier kommt jetzt erstmal nach langer Zeit, wo ich keine Chance hatte, mein Death. Und naja, wie ich im letzten Gameplay meine Kommentarart hatte, werde ich in Zukunft auch weiter zu machen und ich hoffe mal, die Qualität von meinem Kommentar wird sich vielleicht noch ein bisschen verbessern, aber es ist auf jeden Fall besser wie davor es war und na, ist ganz okay, finde ich so eigentlich, weil davor war es richtig abgefuckt. Jetzt geht's und ja, gut. Hier Buschmensch, der bestimmt dann lässt sich selber auch so einen riesen Busch, deswegen versteckt er sich da, damit sich so auffällt. Seine Galie. Ja. Nee, Spaß. Wo war ich denn jetzt gerade?
Das habe ich wieder vergessen. Das tut mir echt leid. Ich tue immer beim Kommentieren irgendwie, vergesse ich immer, was ich sagen wollte. Okay, jetzt fällt es mir nicht mehr einfallen. Dann mache ich hier einfach mal weiter. In meinem letzten Game war ich ja Level 18. Und hier seht ihr, das sind die gleichen Kack-Dummköpfe wie davor. Mit denen habe ich wieder gezockt gegen ihn und habe sie wieder so abgefertigt. Bloß ist hier der Fred dabei, der noch dümmer ist, wie was weiß ich wer. Noch dümmer wie von meiner Scheiße die Scheiße. Und ja. Fabrizio 15, ich weiß auch nicht, der war im Minus, also richtig schlecht. Da kann ich nichts machen. Ich habe seine Galie, da muss ich erstmal danach die Hände waschen, weil in seinem Busch hin muss man. Ist ja eklig hin. Das ist der Buschmensch bei mir. Hier hat es mir aufgeregt, dass der von hinten kam. Naja. Baba. Haha, jetzt ich habe ja. Jetzt ist mir, glaube ich, langsam wieder gekommen. Ne, zuerst hier habt ihr gesehen, mein Teamvater wollte ihn killen und der in dem Haus wollte ihn killen. Ich habe die Abschlusskamera angeschaut und hey, das war lustig. Ah, ich musste erstmal, ich habe mich aufgeregt, aber muss lachen. Aufregendes Lachen. Weil einfach, der wollte meinen Teampartner abschießen, aber hat ein richtiges, ich weiß nicht, es war kein Aimfail, das war der Ziel von sich aus so schwul, keine Ahnung. Und naja, auf jeden Fall hat der richtig, ich wollte ihn abschießen, aber an ihm vorbeigeschossen und ich bin sozusagen richtig in den Schuss reingelaufen und habe mich gekillt. Hat einen Kill bekommen und naja. Hier seht ihr 27 auf 5. 4 Kills werdet ihr noch von mir sehen. Und naja. Also, ich wollte ja vorhin was sagen, wo ich vergessen habe. Jetzt habe ich es wieder. Ich habe ja meine Kommentarart besser gemacht. Finde ich lustiger. Und hier wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall besser wie sonst. Und ja, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinschreibt, was ich besser machen kann. Wie ich anders kommentieren kann, ob was für konkrete Themen ich mal ansprechen sollte. Weil das ist bei mir immer so, ich weiß echt nicht, was ich labern soll. Jetzt haben schon so viele Black Ops Gameplays gemacht, dann habe ich echt keine Ahnung, was ich labern soll. Wenn ich um das labere, tut sich es eh wieder wiederholen. Und das kommt ja auch langweilig rüber und das ist ja blöd. So wollen wir ja nicht, oder? Nee. So. Ja, hab ich Fred das letzte Mal einen Kick mit seinem vollgeschwuchtelten Entenemblem. Gut, wie er meinte, er hat sowas drinne. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen, vor allem mit der Sonnenbrille. Aber ich sage euch jetzt hier, dieses Game ist vorbei. 7500 zu 4700. Ein Sieg für mich und naja, ich werde eine Herrschaft raushauen, so und so Stern. Ihr werdet echt verschiedene von mir sehen, das verspreche ich euch. Hier seht ihr jetzt mein Stat, ein 31 auf 5. Ich, euer iStarfighter, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.